Für die Leute, die es nicht wissen, Bahar al-Amud hat eine Schlägerei ausgelöst bei einem Fan-Treffen bei, glaube ich, Dezbekir. Oder der hat Dezbekir irgendwie geschlagen, ich weiß es gerade nicht, bei einem Fan-Treffen. Irgendwie sowas, ja. Und Bahar al-Amud, aka Bahar al-Persönlichkeitsstörung, ja, wird gerade Seht ihr auseinandergenommen. das da? Ich habe eine richtige Vase gegen meinen Kopf bekommen. Benutzt Fortnite Creator Code ABK Savvy und bestellt Album vor. Warte, damit ich jetzt aussehe wie ein richtiger Rapper. Gib ihm. Ey, yo, Baha. Nein, du kannst mir keine Prügel geben. Du denkst, IQ heißt, dass man sich vor Kühen ekelt. Er will Beef? Ich schwöre, ich zerstöre ihn. Seine Augenbrauen, die sind dünn wie seine Röhrenjeans. Du bist krass, nimmst einen Zug von der Shisha. Doch siehst fast so aus wie die Wurst von Conchita. Ey, du kannst mir einen blasen, okay? Hört der Akkusativ, sucht der Ladegerät. Ey, du Kind. Nein, ich kann dich nicht ausstehen. Er bewertet Männer auf Insta nach Aussehen. Ey, so peinlich und das ist echt witzig. Ja, ich weiß, du magst mich, aber ich dich nicht. Geh und fick dich. Alter, ich wusste gar nicht, dass in diesem Track einfach mehr Punches drin sind als in eigentlich allen Tracks, die man so bei Rappern hört. Jetzt gibt's keine Tabus, guck meine Army, sie näht dir den Arsch zu. Du wirst sehen, was dir dein Beef bringt. Und bis dahin, viel Spaß beim Meeting. Ich aber, ich bin. Oh, Alter. Bruder, du blutest richtig, ne? Egal, Bruder, ich bin heute rot angezogen. Die Erdbeerwochen sind auch da. Scheiß drauf. Ja, ich hab eine Schlägerei mit einer Vase. Das muss genäht werden, ne? Scheiß drauf. Weißt du, was ich glaube? Was? Bahar hat gewonnen. Ja, aber jetzt kann ich nicht mit meinen Augenbrauen angeben, sondern jetzt muss ich mit meiner Hand angeben. Ey, das Schmerzen, Bruder. Das ist immer Spaß. Ja, scheiß drauf. Ich geh jetzt nach Hause. Ach so, warte, ich muss noch einen Link posten. Ich bin auch ja, hier können wir zusammen. Du musst mal arbeiten, ne? Also, ja, ansonsten nehme ich Taxi auf deinen Nacken. Baha, du machst es mir wirklich viel zu einfach. Ich bräuchte echt ein Superlativ wie das Wort der Dümmste. Lädst ein Video gegen mich hoch, in dem man voll sieht, dass dich meine Worte getroffen haben. Löscht es dann aber direkt und lädst ein anderes hoch, wo du so tust, als würdest du das alles mit Humor nehmen. Nur leider blöd gelaufen, Baha, weil ich dein Video vor der Löschung runtergeladen habe. Schauen wir uns mal sein Der neue Mimi oder wie, der alles auf einmal runtergeladen hat. Man kann generell, wenn man irgendwas nicht weiß, was wo ist, einfach mal Mimi fragen, ob er das vielleicht auf seiner Festplatte hat, weil der hat gewöhnlicherweise alles auf seiner Festplatte. Gelöscht also, ist fremdschammerregendes Meisterwerk an. Warte, der Titel ist falsch. So, hier, so, schon besser. Ich habe auch viel Suchungen bei dir entschuldigt und dafür entschuldige ich mich nochmal, dass es auch öffentlich war. Warum entschuldigst du dich bei mir erst jetzt nach einem Jahr? Aber sagen und das auch wirklich so meinen ist ein Unterschied. In diesem Sinne, Entschuldigung abgelehnt. Verhalten, respektloses Verhalten. Guck mal, an diesem Rülps hat man gerade gemerkt, dass er das Video nach Iftar gedreht hat. Junge, ich dachte, so ein Hodja wie du geht nach dem Fastenbrechen erstmal in die Moschee. Stell dir mal vor, jemand will eine Entschuldigung raushauen, weil der Hate zu groß ist. Weil jeder weiß, dass ABK den komplett vernichten würde, ja? ABK würde ihn komplett auseinandernehmen. Und du willst dich noch entschuldigen, um irgendwelche Dinge zu retten, damit der Hate nicht so groß wird. Und dann nimmst du ein Video wieder offline, weil du ganz genau weißt, durch dieses Video bekommst du noch mehr Hate. Du nimmst es offline und ABK hat es gespeichert. Und nimm dich jetzt noch mehr Hops, als du schon davor Hops genommen wurdest. Scheren, anstatt hier auf YouTube rumzurülpsen. Aber ich glaube, mein Herz, wie ich den Menschen helfe und wie gut ich mit den Menschen bin und wie lieb ich mit den Menschen, was ich für meine Religion tue und dass ich meine Religion sogar auch ernst nehme. Natürlich macht ihr. Warum ist da eigentlich eine Shisha im Hintergrund, die gerade hier so blubbert? Der Mensch da draußen Fehler und jeder beleidigt ab und zu jemanden. Jetzt weiß ich, was der Ex-Muslim damals mit Euro-Shisha-Moslem meinte. Das ist Fitna und Bella, was du machst. Das ist Haram, was du machst. Haram. Toll, Leute. Ich dachte, wir sind Freunde. Mhm. Boah, Baha, was ist mit ABK und Heike? Ich erwarte halt für so ein Video gegen die zwei drehen, gegen den Käse Schwanz. Wäre das Mädchen nur 45, wäre ich der Schwanz, den sie eindringt. Und du könntest dann sogar weiterhin neben uns im Bett liegen bleiben, weil mein Schwanz würde sogar noch härter werden, wenn ich dich dabei angucke. Wegen deinen geilen Augenbrauen. Lass mich halt an, wenn ich dafür bestraft werde, für diese Sünde, die du gemacht hast. Wir werden beide bestraft. Dann laufen wir uns über den... Dieses Asoziale, ne? Ohne Scheiß, eine Zeit lang war ich so allmann, dass ich das nicht gefeiert habe. Aber ich feiere es gerade brutal einfach, weil der einfach das ausspricht, was wir alle denken und das finde ich sehr gut. Ein Weg. Aber klatsch mich dann bitte nicht. Du bist Schrottheuchler-Muslim. In deinem Fall hat er auf jeden Fall recht. Geh dich mal lieber um deine kranke Mutter kümmern, anstatt irgendwelche Kalbs im Hotel zu besuchen. Hast du in deinem Leben schon mal so armen Menschen geholfen oder armen Menschen gespendet? Weiß ich nicht mehr, ob ich jemals was gespendet habe, aber Gott weiß das. Ich tue, die guten Sachen tue ich nicht für euch. Ich will auch nicht damit preisgeben. Entschuldigung für Allah, Subhanahu wa Ta'ala.
Ehrenmann, du gibst deine guten Taten nicht preis, stimmt. Genau, du machst das nur für dich. Nicht nur für YouTube, in einer Phase, wo du gerade Shitstorm hast. Was ein Heuchler, Alter. Aber Walla, 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 was hat man... Alter, das ist immer... Das ist immer die größte Heuchleraktion, ja. Wenn man nie Videos macht, wo man wohltätige Zwecke unterstützt, ne. Aber wenn man einen Hate abbekommt, dass man dann ein Video auf einmal macht, dass man den und den unterstützt, weil man ist ja so ein großer Ehrenmann, das muss man auch zeigen. Weil sowas kann man nicht haten. Junge, ich finde so asozial Real Talk jetzt. Einmal etwas Gutes von dir gesehen, lieber Hardy. Hast du auch in deinem Leben schon mal so armen Menschen geholfen? Spenden Sie jetzt. Oder online. Sofort UNICEF helfen. Die Kinder brauchen unsere Hilfe. Also, ich, der Schnitt hat voll gepasst, ne? Das hab ich krass hinbekommen, Wallah. Du blendest irgendwelche Szenen von meinem Live-Video mit BK ein. Hast du schon mal die Szenen von ihnen, die ganzen Weiber da draußen eingeblendet? Grundlos kommt ein Mädchen dir ein. Ey, du kleine Hurentochter, zeig dein Gesicht oder schmeiß dich raus. Fängt an, sofort dich zu beleidigen. Legt dich nur mit Weibern an. Bist du jetzt auf einmal Frauenrechtler geworden oder warum setzt du dich für die Weiber ein, mit denen jetzt BK im Livestream war? Geh feministische Forschung. Augenbrauen wie eine Frau hast du ja schon, du Schwuchtel. Ich hab sogar einen Kollegen, der schreibt gerne Bewerbungen. Wenn du willst, bewirbt er dich als Autor bei der Emma. Du sagst selber, ja, wenn ich auf der Straße bin, würde ich wegrennen. Jetzt, ich stell dir mal vor, mit deiner Frau schon da anzumachen. Lässt dann deine Frau da und kannst du dein Leben? Gerade warst du noch in der feministischen Forschung tätig und jetzt auf einmal drohst du mir damit, meine zukünftige Frau zu schlagen. Aber normal renne ich weg, wenn du meine Frau angreifen willst. Weil wenn du eine Frau steckst, hast du sowieso bei allen verkackt. Müsstest du doch wissen als Autor bei der Emma. Ich wollte so krass, dass ich gesagt habe, ich habe deine Videos gefeiert oder ich fand die witzig. Ich bin wirklich sprachlos, Wallah. Besser, wenn du sprachlos bist. Weil die deutsche Sprache kannst du sowieso nicht. Du hast ein 1,8 oder 1,7 oder 6, das weiß ich, Durchschnitt. Du kannst arbeiten gehen, du hast Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Was sagst du in deinem Video? Ja, die kleinen 10 Cluster, die haben mehr Geld als ich. Weiß ich, Habibi? Ich kann mein Gedächtnis benutzen, außer ich. Wallah, nein, hat er nicht. Und Gedächtnisbenutzung. Wie willst du das benutzen, wenn das nicht da ist? Ich werde euch einfach heute mal zeigen, wie leicht man einfach Menschen abziehen kann. Man muss einfach nur ein bisschen schlau sein. Aber ein bisschen ein paar Leute verarschen, man kriegt schon seine paar Tories. Wie kann man damit prahlen? Alter, wie ehrenlos und wie hobbylos muss ein Mensch sein, um damit zu prahlen, um Leute abzuzocken, ja? Bruder, du bist auf jeden Fall ein richtiger Ehrenmann. Wirklich, Allah, der würde ich mit Kusshand aufnehmen, ja. Junge, 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 da kriege ich teilweise Aggressionen. Oh mein Gott, wie der sich fühlt. Leute, bitte, wie arrogant kann ein Mensch sein? Boah, wie ich mich vor arroganten Menschen ekel, Junge. Es geht wahrscheinlich um 5.000, 6.000 Euro. Wir haben auch unser Geld bekommen. War auf die Hand natürlich. Jetzt weiß ich, wie du dein Geld machst, Baha. Du bist eine Hure, man kann dich buchen mit deinen Augenbrauen. Du machst Zimmerbesuche für Geld. Okay, genau, wir haben 8.000 Euro gemacht. Von gestern Arbeit, von gestern Abend bis heute. Du ekelhafter Sozialschmarotzer. Erzählst in einem Video, dass du einmal einen Jungen die Fresse eingehauen hast und seine Zahnspange dabei kaputt gemacht hast. Und weil du Schüler bist, der kein Geld hast und bezahlst ihm dann jeden Monat nur 2 Euro für seine kaputte Zahnspange. Aber machst hier mal so nebenbei an einem Tag angeblich 8.500 Euro. Es könnte sich hierbei um Steuerhinterziehung und Betrug handeln. Mein Ziel ist es wirklich, bist du mein... Es ist Steuerhinterziehung und Betrug. Wenn das wirklich das Geld war, was er an dem Tag gemacht hat, und er hat das nicht gewerbemäßig angemeldet, das bezweifle ich, dass er das angemeldet hat, weil er davor gesagt hat, ja, man muss die Leute abziehen. Und ich bezweifle es, dass du ein Gewerbe hast, wo du Leute abziehst. Dementsprechend kann man das ganz entspannt auf seinen Namen, da heißt er auch wirklich, da hat er ja auch noch seinen richtigen Namen wahrscheinlich angegeben, mit Bahar Al-Mut oder Al-Amut, kann man ganz einfach mal das Finanzamt fragen, wie es bei dem aussieht. Ja, und der ist dann richtig am Arsch, ja. Der ist auf jeden Fall richtig am Arsch. Dass ich 100.000 Euro habe. Und diese 100.000 Euro werde ich eine Zukunft vor mir haben. Ja, eine Zukunft als Steuerhinterzieher. Zum Beispiel, ich habe damals irgendwas geschrieben mit der Junko und so, dies, das. Vor 6, 7 Monaten. Was hast du gemacht? Du hast schön gescreenshottet. Ja, bei mir das Problem ist, wenn ich zum Beispiel heute einen Screenshot mache, nach 5, 6 Stunden habe ich schon 100 weitere Screenshots. Und dieses Bild ist schon weg, verschwunden. Ich will wissen, wie hast du es wieder gefunden nach 5, 6 Monaten? Wie? Das will ich wissen. Ja, normal finde ich locker meine Screenshots. Ich bin ja auch nicht wie du, dass ich auf Instagram Männer nach Aussehen bewerte. Du hast bestimmt 1000 Screenshots von irgendwelchen Männern auf deinem Handy. Ich verhältst im Internet. Irgendwann wird dein Hype weggehen. Die Kinder, die dich feiern, sind 13, 14-jährige Kinder. Mit 16, 17, 18 Jahren werden dich nicht mehr feiern. Die werden dich nur noch auslachen. Und du wirst eine Lachnummer bleiben. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits... könnte sie auch Fantasie sein. Was vermuten Sie?
Lange Rede, kurzer Sinn. Guck mal. Nein, lange Rede, gar keinen Sinn. In diesem Sinne kommen wir zu seinem noch nicht gelöschten Video. Guckt euch mal bitte an, wie der zu einem Thema... Okay, jetzt wird's, denke ich mal, lustig. Also jetzt habe ich Bock drauf auf jeden Fall. Zu mir mit zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten reagiert. Liebe Leute, wie ihr im Titel lesen könnt, geht's um diesen Fettsack. Liebe Leute, wie ihr im Titel lesen könnt, geht's um ABK und so. Was ist ein ABK? Ich mag ABK. An sich feier ich ihn, also er ist witzig und so. Ja, aber ich mag dich nicht. Auf das, was ich gesagt habe, und das ist wirklich das Einzige, was ich mein Leben bereue. Gut, Hasenpups, dann magst du mich nicht, was soll ich machen? Trotzdem, ich finde der Witz so witzig, Wallah. Hat mich echt verletzt, wo du zu mir meintest, ich hasse dich. Warum hast du mich jetzt, ja? Egal, ich gestört. Heftig, Alter, kann sich ein Mensch so krass durch 10 Minuten Essen verändern? Ich kann mich nicht so krass zu deinem Video äußern, weil ich habe dich, Wallah, überschätzt. Ich dachte, jetzt kommt was richtig krasses, so, wo du mich richtig krass bumsen kannst. Aber so war jetzt eigentlich nichts Überragendes, so. Guck mal, wie der jetzt so tut. Motto, nein, hat mich gar nicht geballert, das Video, nein. Warum hast du dann das eine Video gelöscht und musstest zweimal hintereinander Videos über mich machen? Weil du im letzten Video impulsiv gehandelt hast, weil du emotional wurdest. Dachtest du dir, scheiße, ich hab gezeigt, dass du mich gefickt hast, Alter. Nein, ich mach nochmal und mach jetzt so einen aufs einmal. Ich lach darüber, ich nimm's mit Humor. Ah, hier, denkst du, kannst du mich verarschen, ne? Ich doch bitte schaut, Alter. Pass auf, ich küsse Augen. Sache, alle, Wallah, mein Vater, auch wenn du mich hasst. Junge, wie der alleine redet. Also man versteht halt auch nichts, was der so richtig sagt. Der redet ja schon so, dass man es nicht verstehen kann. Und vor allem das so richtig geheuchelt. Man merkt so richtig, dass er das gezwungen macht, ne? Also bei dem merkt man so richtig, dass es gezwungen ist. Wie so ein Kind einfach. Nein, küss nicht mein Auge. Lutsch mir doch lieber direkt ein. Bist du eh schon dabei gerade? Die, die in Marokko waren, wissen, worüber ich rede. Von oben bis unten ein Verarscher, typisch Marokkaner. Walla, walla, ich mag eigentlich Marokkaner. Ist doch todesnett, todeskorrekt. Ach, jetzt auf einmal magst du Marokkaner. Und mich magst du auf einmal auch. Junge, du bist so fake, du bist so ein Heuchler, Alter. Mit deinem Fake-Lachen in deinem neuen Video. Genau wie 90% auf dieser Plattform, Alter. Steh doch zu deiner Meinung. Wenn du mich nicht magst, dann magst du mich nicht. Wohin mit leerem Magen magst du mich nicht und mit vollem Magen magst du mich, oder was? Bin ich ein Kochrezept? Der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich habe meine Mutter nur erwähnt, und du hast deinen Vater als Glocke benutzt. Allah, Rahman, Möge Allah, Subhanahu wa ta'ala im Paradies schicken. Du hast ihn in die Öffentlichkeit gezogen. Bam, ja, mein Vater, mein toter Vater. Du hast ihn als Titel benutzt. Als Titel. Und dann wunderst du dich, warum die Menschen in der Öffentlichkeit sich dazu äußern. Du hast doch mal... Junge, was heißt denn dazu äußern? Was heißt denn dazu äußern? Es gibt keinen Grund, jemanden zu beleidigen oder den toten Vater zu beleidigen, wenn man über seinen toten Vater spricht. Wenn man sagt, dass man ohne Vater sozusagen dann aufgewachsen ist. Ne? Was ist das für ein Typ, Alter? Ey, der Typ ist ja richtig... Also... Der ist ja unfassbar, nicht nur unfassbar unsympathisch, sondern auch richtig falsch. Der ist ja mega falsch. Mein Vater hat viel Klicks ausgenutzt. Ja. Du hast nicht einmal einen Bezug zu ihm und hast 3 Videos darüber gemacht. Und dann allen Ernstes noch in einem Video sagen, boah, tut mir voll leid für dich, mein Beileid. Aber das dann gleichzeitig im selben Video noch mit 13 und sogar noch versuchen, dieses Thema gegen dich zu verwenden. Ich war nur derjenige, der seiner Community einfach mal was aus seinem Leben erzählen wollte. Du hast ja anscheinend auch das Bedürfnis. Oder warum wissen wir heute alle, dass deine Mutter todkrank ist? Ja, sei froh, dass du mit deinen 17 Jahren noch einen Vater zu Hause hast. Ich hatte in dem Alter, wo man einen Vater... Was, der ist 17? Nee, der ist nicht 17, oder? Der ist nicht 17, oder? Warte mal ganz, ist Bahar Al-Amud 17 Jahre alt? Der ist doch nicht 17, Alter. Er braucht dann keinen mehr. Redet er mit einem Mastak in seinem Livestream. Ja, Bruder, wir sind beide Männer. Du bist kein Mann, du bist eine Fotze. Du zupfst dir die Augenbrauen, Junge. Du bist eine Fotze, bist du. Du hast nichts in deinem Leben erlebt. Ich stiche recht. Junge, der heftigste Stich ist der Tod deiner Eltern, Alter. Wisst ihr, es gibt so ekelhafte Menschen, die stecken gerne ihren Finger in eure offenen Wunden. Die wissen ganz genau, mit welchem Thema die mich verletzen können. Packen dann mit ihren Fingern in meine offene Wunde und sagen dann zu mir, ja, du hast den 4 Klicks ausgenutzt. Ihr habt doch Dreck an den Fingern. Aber eins kann ich euch sagen, das Ganze hat mich nicht schwach gemacht. Im Gegenteil, das Ganze hat mich viel, viel stärker gemacht. So wie das bei allen Menschen ist, die jemanden verloren haben. Was anfänglich eine Wunde ist, die richtig wehtut und brennt, was es auch immer sein wird. Mit den Jahren, mit den Tagen, mit den Stunden, mit den Minuten macht dich das stärker. Aber der Hakim hat mich angerufen, ich habe mit ihm telefoniert und er hat mir auch erzählt, dass... Hat er, by the way, wirklich recht, ja. Hat er wirklich recht. Ich kann dazu jetzt nicht viel sagen, weil ich habe Gott sei Dank dass die Erfahrung noch nicht machen müssen. Aber ich kenne es in der Familie, gab es Familienfälle, das ist also mehr als tragisch, also wirklich mehr als tragisch. Also das war nicht nur, dass zum Beispiel der Vater gestorben ist, sondern das waren noch mehrere Familienmitglieder. Das war auf jeden Fall eine harte Zeit, ich denke für alle in der Familie. Aber ja, ich denke mit der Zeit muss man das akzeptieren lernen so, und dann wird man halt auch stärker darin. Also alle hatten immer richtig gesagt. Guck mal, warum soll ich eine Person hassen, die mir selber erstens nichts angetan hat? Ah, und da... Ach so. Aber fängt eine Schlägerei an, oder wie? Warum ist der jetzt auf einmal korrekt, du Egoist? Wenn dir doch Ali nichts getan hat und der doch so korrekt ist, warum hast du dann damals so viele Videos gegen den gemacht? Du hast
etwas geschafft. Du hast und zwar einen Menschen so krass bloßgestellt, also Ali Hakim zum Beispiel, dass alle Menschen ihn hassen. Es hat sich doch so krass verletzt mit deinem Vater, dann hättest du ihn angeschrieben, hättest ihn gesagt, so 1, 2, 3, du kannst doch schon meinen Vater beleidigen, bla bla bla. Hätte ich es privat geklärt. Ich weiß ja mittlerweile, was sie mit privat klären meint. Ich kläre die Dinge auf meine Art und Weise und das nennt man Behben. Und das ist auf jeden Fall viel effektiver als das, was du machst. Und das nur, weil ich die Dinge nicht wie du mit Gewalt kläre. Gewalt ist die Sprache der Dummen. Guck mal, ich weiß, wer ich... Alter, ey, aber er verbreitet halt auch die richtigen Werte, ohne Scheiß. Ich finde auch, es ist einfach nur hardcore asozial, Gewalt anzuwenden wegen irgendeiner Streiterei im Internet. Und ich weiß, was ich auch mache, ja? Und ich weiß, die Dinge, die ich mache, sind richtig. Und ich weiß, was ich auch falsch mache. Zum Beispiel, ich habe damals irgendwas geschrieben mit der Junko und so, dies, das. Nach der Zeit habe ich gemerkt, okay, es war was Falsches. Ich sollte sowas nicht von mir äußern. Ich habe es sofort zurückgerufen. Siehst du, vor 2 Sekunden hast du noch gesagt, ich kenne mich, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was stur. Und jetzt einmal sagst du, ja, ich habe dir eine Nachricht geschrieben, habe dir aber dann zurückgerufen, weil ich mir dachte, nee, ist doch nicht gut. Du kennst dich gar nicht selber. Junge, ich bin über 20 Jahre alt, ich weiß manchmal selber gar nicht, was ich mache. Aber ich spuck wenigstens nicht so große Töne wie du. Ich kenne mich, ich bin eine gestandene Person. Wir denken immer nur selber, dass wir uns kennen. Glaub mir, vor 2 Jahren hättest du selber niemals gedacht, dass du so etwas auf dem Alexanderplatz machen wirst. Wir wissen selber noch alle nicht, was wir machen werden. Dinge, die du vielleicht gestern mit 1000%iger Wahrscheinlichkeit verneint hast. Also man hat gerade übrigens gemerkt, dass ABK... Warte ganz kurz. Ihr müsst euch jetzt mal darauf konzentrieren... Vor 2 Jahren hättest du selber niemals gedacht, dass du so etwas auf dem Alexander... Warte. Ihr müsst euch jetzt mal darauf konzentrieren, dass er hier... Dass hier diese Spur ist, hier geht die Spur so ein bisschen nach drüben, ne? Von dem Video, worauf er reagiert. Und dann redet er ganz normal weiter und auf einmal hat er hier diese Spur. Ist auf einmal eine ganz andere Spur. Ja, ich habe ihn gerade eben geberbet. Ja, ich habe gerade gezeigt, dass er nicht nur live drauf reagiert. Ich habe gerade eben gezeigt, wie armselig er das macht. Gestandene Person. Wir denken immer nur selber, dass wir uns kennen. Glaub mir, vor 2 Jahren hättest du selber niemals gedacht, dass du so etwas auf dem Alexanderplatz machen wirst. Wir wissen selber noch alle nicht, was wir machen werden. Dinge, die du vielleicht gestern mit 1000%iger Wahrscheinlichkeit verneint hast, kannst du auf einmal in einer Woche plötzlich machen. Und dann stehst du da und denkst dir, was? Das habe ich gerade gemacht. Der Einzige, der dich kennt, ist derjenige, der dir deine Seele geschenkt hat. Und das ist der Allmächtige, der Allweise, der Kenner des Offenbaren und Verborgenen. Auch des Verborgenen in uns selbst, also hör auf, so große Töne zu spucken. Hier ist einer. Also auf jeden Fall ein stabiles Video. Und Baha, Alter. Ja, Baha ist halt auch ganz lost. Ganz, ganz lost. Das Problem ist einfach, wenn du was gegen den machst, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering, dass der irgendwann mal auftaucht und dir eine reinhauen will. Ja.